Hallo und herzlich willkommen zurück zu Aquarist. Ja, heute werde ich nicht lange reden. Ich werde direkt den neuen Auftrag starten. Hey, ich habe gehört, dass Sie ein wirklich begabter Aquarianer, aber auch ein begabter Baumeister sind. Ich brauche jemanden wie Sie, einen Handwerker, der mir hilft, eine Bar auf einer einsamen Insel mit lokalen Fischarten zu organisieren. Das hört sich geil an. Das wird nicht einfach. Die Insel ist wirklich menschenleer und man muss alles selbst organisieren. Ganz nebenbei können Sie neue Fische und Dekorationen mitnehmen, die Sie zu Hause verwenden können. Das ist immer geil. Selbstverständlich vergüte ich Sie auch entsprechend für Ihren Einsatz. Wenn Sie möchten, lade ich Sie auf die Insel ein und erkläre Ihnen alles. Sehr, sehr gerne. Wir stehen ja wirklich auf einer einsamen Insel. Das sieht ja geil aus. Nebenbei wollte ich nur noch kurz sagen, eins vorweg, ich finde es hammergeil, was die sich da teilweise ausdenken. Also nicht so dieses, ja, mach mal ein neues Aquarium, mach mal dies, mach mal das. Das hatte ich am Anfang so ein bisschen befürchtet, sondern dass dann so viele geile Aufträge nebenbei laufen, wie das mit dem Fernsehstudio oder das mit der Insel jetzt gerade. Ich finde es Wahnsinn. Ich muss mir mal 20.500 merken, damit ich weiß, ob sich das lohnt. Willkommen auf meiner paradiesischen Insel. Also lohnen tut es sich immer, ne? Wir kriegen ja auch sehr, sehr viele und schöne neue Fischarten dann auch. Wir haben viel Arbeit vor uns. Ich würde hier gerne ein Geschäft eröffnen, brauche aber etwas Einzigartiges, das Kunden anzieht. Daher kam meine Idee für eine Strandbar mit Aquarien, in denen lokale Fischarten ausgestellt sind. Natürlich sind Sie hier, um mir bei der Organisation zu helfen. Schließlich sind Sie in solchen Angelegenheiten ein Experte. Das ist jedoch noch nicht alles. Wir müssen einen Pier für Kunden vorbereiten, die mit dem Boot zu unserem Strand kommen. Oh, und übrigens, ich glaube, ich bin mit einem Boot gegen etwas gestoßen, also muss es auch repariert werden. Ah, es gibt so viel zu tun. Aber gehen wir es Schritt für Schritt an. Beginnen wir mit dem Pier. Leider ist diese Insel sehr weit von jeglicher Zivilisation entfernt, sodass Sie sich mit dem befassen müssen, was Sie auf der Insel und auf dem Boot finden. Ach, ich bin Überlebenskünstler, ich schaffe das schon. Der Laden funktioniert hier nicht. Ich habe Werkzeuge mit auf das Boot genommen und die nötigen Materialien für den Bau. Ach so, ich kann nichts kaufen. Ah, das ist aber auch gut, weil dann brauche ich kein Geld ausgeben. Die nötigen Materialien für den Bau finden Sie auf der Insel. Ich vermute, ich muss gleich noch Holz hacken, oder? Auf der Insel finden Sie auch Artikel für das Süßwasser-Aquarium und alles für das Salzwasser-Aquarium. Finden Sie unter Wasser, ach so, im Meer. Ach so, ja, dann nehme ich quasi das Meerwasser. Verstehe, verstehe. Kommt Ihnen dieser Ort und der Bauprozess bekannt vor? Kein Wunder, dass Sie diesen Ort vielleicht in einen anderen unserer Spiele gesehen haben. Hausbilder. Hausbilder habe ich, glaube ich, auch. Meine ich zumindest. Oder das ist das, was ich mir noch holen wollte. Eins von beiden. Wenn Sie Spaß daran haben, Strukturen und andere Dinge zu bauen und Abenteuer zu erleben, sollten Sie sich dieses Spiel unbedingt ansehen. Kommt Ihnen die Yacht auch bekannt vor? Möglicherweise haben Sie es im Yacht-Mechanik-Simulator repariert. Den kenne ich noch nicht, den werde ich mir auf jeden Fall mal angucken. Und falls Sie dies noch nicht getan haben, empfehle ich Ihnen auf jeden Fall auch dieses Spiel auszuprobieren. Ja, danke, danke immer für die Schleichwerbung. Also mir persönlich bringt das viel, weil ich liebe dieses Spiel. Ich weiß nicht, ob euch das was bringt, aber es ist zumindest nicht schlecht gemacht. Also, Sie müssen Holz für den Bau besorgen und die Axt von der Yacht holen. Ach, da ist die Yacht. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist doch nicht gebaut. Kann ich denn so? Kann ich, ach, da kann ich raufspringen sozusagen. Okay, die nehmen wir einmal. Hammer wäre wahrscheinlich auch nicht schlecht. Die Sachen, denke ich mal, brauchen wir erstmal nicht. Ich würde sagen, ich speichere das Ganze mal eben ab, damit nicht wieder irgendwas passiert. Ne? Wir kennen das ja schon. So, einmal bitte nicht auf die Yacht drauf fallen. Nee, fällen Sie einen der markierten Bäume. Ach so, kleinere. Die denken auch, ich kann nichts. Ne? Ich kann mir ja wohl einen großen Baum nehmen, wenn ich einen großen Baum haben will. Hallo? Spiel? Achtung, Baum fällt! Ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass wir die. Die können wir so einsammeln. Okay. Ach so! Oben links! Ja, jetzt sehe ich das gerade erst.
Wir haben jetzt 12 Bretter, 6 von diesen Dingern da. Moment, können wir dann die Pflanzen hier damit kaputt schlagen? Ich bin schon wieder einen Schritt weiter, als ich eigentlich sollte, oder? Ich muss jetzt erstmal die Bäume machen. Wobei das auch Bambus ist, was da angezeigt wird. Deswegen weiß ich jetzt nicht. Hallo. Baumfeld. Baumstämmchen. So, Bretter haben wir noch. Zack. Sammeln Sie das erhaltene Holz und legen Sie es ein, um einen Pier für Yachten zu bauen. Ich nehme an, dass ich da nur draufklicken muss. Ja, 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 okay. So. Ach so, dann sind das die... Verstehe. Aber warum ist hier was dazwischen? Mit dem Hammer das eingesetzte Pfeilerelement zusammenbauen. Ich? Ach, die liegen ja einfach nur drauf. Die sind noch gar nicht fest, oder was? Stehe ich das jetzt richtig? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ah, muss ich noch einmal? Okay. Dann verstehe ich auch, dass ich das nicht anders machen konnte. Gut. Ja, müssen wir gleich mal machen. Also das mit dem Anvisieren, das sieht noch ein bisschen komplizierter aus. Weil der das nicht immer dahin macht, wo man drauf drückt. Aber gut. Wenigstens ist das einfach gemacht, dass man im Endeffekt nur noch draufhauen muss. Es hilft einen ungemein, bin ich ganz ehrlich. Ach, ich kann ja auch so da reinlegen. Da muss ich nicht immer wechseln. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Wobei ich mehr Bretter brauche. Ich glaube, wir müssen doch mal irgendwo einen Baum finden. Ja, ja, Moment, Moment, Moment. Ist schon eine blöde, stupide Arbeit irgendwo. Bin ich ganz ehrlich. Auf der anderen Seite, klar, so wird es halt gemacht. Ne? Ich meine, was will man erwarten? Will man erwarten, dass man einmal, naja, wäre schon geiler irgendwo, dass man einmal draufklickt und dann ist alles direkt drin? Oder zumindest jetzt so von Pfosten zu Pfosten direkt ein paar reingelegt? Ist halt nicht so bei diesem Spiel. Aber es ist jetzt auch nichts Negatives. Also nicht falsch verstehen. Achso, wir haben keine Bretter mehr. Wo sind denn noch markierte Bäume? Da ist noch einer. Zwei sogar. Ich werde hier noch zum richtigen Holzfäller. Baumfeld, auf mich drauf, du Sau. So geht das nicht. Ich bin zwar ein Dickschädel, aber ich sag mal, ich wollte mit meinem dicken Schädel jetzt nicht hier irgendwas abbremsen. So, ich glaube, wir brauchen sogar noch ein paar mehr, weil da hinten sind auch noch markierte Bäume. Oje, oje. Baumfeld, wieder auf mich drauf. Ihr Schweine. Programmiert eure Bäume besser. Ja gut, wir gucken jetzt erstmal hier. Ich weiß ja nicht, wie viel wir brauchen, weil wir haben eben auch zwei Bäume gehabt. Und ich denke mal, wir müssen nur hier diesen Pier machen, oder? Ich gehe mal davon aus, dass wir dann da nicht so viele Bretter für brauchen. Weil ich immer noch nicht weiß, was das mit diesem Bambus da auf sich hat. Mit diesem Bambus-Symbol. Es kann aber auch sein, dass damit... Nee, aber wenn die da Pflanzen haben wollten, dann hätten sie es anders von der Zeichnung her gemacht, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube tatsächlich, man kann in der Mitte besser schlagen. Ja, wesentlich besser. Doch, doch. So, sehr schön. Beenden Sie den Bau des Piers. Verbleibende Elemente 48 von 70, wie jetzt. Muss ich das jetzt da unten? Da unten auch noch welche reinmachen, oder wie? Ach, tatsächlich. Kann ich ersaufen?
Nee, ich bin am Schnorcheln, ne? Boah, ist das cool. Vor allem sieht das ganz anders aus. Ich bin mir nur nicht sicher, wie lange ich unter Wasser bleiben kann. Ich hoffe aber, dass ich da unendlich lange drin bleiben kann. Ich würde ja gerne mal einen kleinen Ausflug machen. Aber ich befürchte, dann sterbe ich tatsächlich. So, aber ich muss da jetzt nicht noch... Ah doch, ich muss da noch was dran machen. Moment. Ich kann aber auch nicht hochgehen. Gerade wurde was angezeigt. So, so. Mal quer. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Wieso kann ich nicht schwimmen? Mann. Ich kann auch nicht nach oben, nach unten, keine Ahnung. Ich kann das nicht so erfassen. Ich sehe ja eigentlich gar nichts. Da ist noch was. Da hinten müsste noch was sein. Okay. Ich bin der Meinung, wir haben den Pier jetzt zu Ende gebaut. Aber da steht, beenden Sie den Bau des Piers, verbleibende Elemente 48 von 7. Wollt ihr mich irgendwie verarschen? Hier ist doch alles soweit gemacht. Hä? Hallo? Kannst du mal mit mir reden? Oder hat das jetzt damit zu tun, dass ich wirklich die Bäume noch hacken soll? Ich bin mir nicht sicher. Das Holz flattert hier auch gerade schon so rum. Dein Ernst? Ich wollte gerade sagen. Dein Ernst, dass der nicht umkippt hier? Der ist aber immer noch 48 von 70. Hä? Wo soll ich den Pier denn sonst noch machen? Bis gerade hatte ich noch richtig Spaß dran. Jetzt bin ich nur noch am Verzweifeln. Ich meine, das ist schön mit dem Unterwasseratmen und so. Dass man sich das angucken kann. Aber hier ist doch nichts mehr. Hallo, Fische. Leertaste, um nach oben zu gehen. Steuerung, um hoch zu bleiben. Okay, das ist jetzt alles schön und gut. Geht aber auch nur hinten. Es geht nicht hier vorne am Pier. Ja, aber ich verstehe die Aufgabe. Ganz ehrlich, ich verstehe sie nicht. Beenden Sie den Bau des Piers. Habe ich gemacht. Sieht wunderbar aus. Es ist doch bestimmt jetzt wieder so eine Sache. Ich speichere das mal, falls wir hier doch noch irgendwas kriegen. Weil ich bin ja jetzt ein bisschen geschädigt mit, ne, mit dem Aufhängen und so. Ich kann ja auch nichts anderes machen. Gut, die Sachen, die da drin sind, ist alles schön und gut. Der Pier ist für mich aber nur das hier unten und das haben wir alles gemacht. Ich kann ja auch nichts mehr anklicken, nichts. Hm. Ist hier irgendwo anders noch was? Das kann doch nicht sein. Also gerade nach unserer Erfahrung, die wir jetzt schon gemacht haben mit dem Spiel, in der letzten Folge war es, glaube ich. Ah, hier sind auch nochmal Fische. Bin ich ganz ehrlich, ich bin jetzt ein bisschen skeptisch, dass das nicht verbuggt ist. Weil wahrscheinlich sind das insgesamt 70 Teile. Aber es funktioniert jetzt nicht, weil er das nicht weiterzählt oder so. Könnte ich mir ehrlich gesagt gut vorstellen. Hier geht es gar nicht mehr weiter anscheinend. Mal gut zu wissen, dass hier noch Fische sind. Moment, war da gerade?
kann man mitnehmen. Das ist auch schon mal gut zu wissen, okay? Nehmen wir mal einfach mit nach hier vorne. Ja. Nein! Weil ich auf der Axt drauf. Och, ihr wollt mich doch veräppeln. Weil ich auf der Axt drauf gestanden habe und nebenbei bemerkt, ich habe die ganze Zeit gedacht, ich bin auf dem Hammer gewesen. Obwohl, nee. Moment, wenn ich jetzt so überlege, ich war doch am Anfang auf dem Hammer dran. Ich habe doch danach erst für die auf die Axt umgestellt. Als ich rübergegangen bin und geguckt habe, ob ich da noch was machen muss mit den Bäumen. Oh je. Okay, in dem Fall ist anscheinend das Spiel dann doch nicht schuld. Nicht wie in der letzten Folge. Aber das muss man ja erstmal. Das ist ja blöd. Das hätte man dann noch anzeigen lassen können und dann halt nur, dass man mit der Axt da jetzt nicht gegenschlagen kann. Oder man macht das von mir aus noch kaputt, aber man hat ja genügend Möglichkeiten, da was Neues zu holen. Also, das hätten sie ein bisschen anders lösen können, bin ich ganz ehrlich. Da kommt doch keiner drauf. Jetzt komme ich hier nicht ran. Mit dem Hochschwimmen, das funktioniert auch nicht. Okay, das funktioniert. Haben wir jetzt alle? Hurra, es ist Zeit, ein neues Material für den Bau der Bar zu finden. Schneiden Sie den Bambus mit einer Axt. Okay, Axt. Aber welchen Bambus? Ich habe hier eben auf meinem schönen kleinen Rundflug keinen gesehen. Da oben ist anscheinend. Ah ja, da oben bin ich nicht rumgegangen. Das stimmt. Nee, Moment, das ist doch Holz. Hä? Wieso steht hier E? Weil ich einen Stein mitnehmen kann. Okay. Von mir aus. Ja, aber wo ist jetzt hier Bambus? Ich sehe hier keinen Bambus. Das sind alles Bäume. Die meinen doch jetzt nicht die Bäume, oder? Ich kann das gerne nochmal machen. Wenn er den treffen würde. Es ist anscheinend sehr schwer. Das sind halt die Bretter, ne? Also, dass das kein Bambus ist, das habe ich ja schon gesehen, aber wo ist der Bambus? Der Bambus, ich brauche den Bambus. Solange nicht bambuselt, ist es alles okay. Kann ich eigentlich auch Schlagen nehmen? Kann man nicht wenigstens mal irgendwie was markieren, in welche Richtung man gehen soll? Schneiden Sie den Bambus mit der Axt. Das Einzige, was markiert ist, sind die ganzen Bäume. Das ist auch wieder ein normaler Baum. Ich bin gleich so weit, dass ich jetzt hier alle Bäume abholze, damit die Markierungen weg sind. Das ist auch wieder ein normaler Baum. Ich bin doch nicht doof. Hier ist doch nirgendwo Bambus. Oder ist der hier versteckt irgendwo? Das ist auch ein Baum, Baum, ein Baum. Finde ich den unter Wasser irgendwie? Ist das das Problem, dass ich jetzt hier... ich meine, das ist unlogisch, ne? Seit wann ist Bambus unter Wasser? Aber man weiß es ja nicht. Und seit wann sind hier versunkene Kulturen unter Wasser? Ach so, nee, das ist nur mein Punkt. Ah, schade. Ich dachte gerade schon. Tja.
Entweder stehe ich jetzt gerade tatsächlich sehr auf dem Schlauch. Hallo? Ich nehme mir einfach mal das Material mit. Ich holze jetzt hier jeden Baum ab, bis ich Bambus gefunden habe. Moment. Das sieht gut aus. Den habe ich vorher gar nicht auf dem Schirm gehabt. Das sieht gut aus. Gib mir den Bambus. Okay. Verwenden Sie alle verfügbaren Materialien, um eine Strandbar zu bauen. Ihr wollt mich veräppeln. Ich muss tatsächlich jetzt alles Holz und so weiter muss ich jetzt hier machen. Kann ich den irgendwie loswerden? Ja, okay. Ja, dann würde ich sagen, laufe ich hier tatsächlich rum und gucke, dass ich das ganze Material erstmal einsammle, weil das ist ja zu langweilig, wenn ihr da jetzt die ganze Zeit daneben steht. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich die Strandbar zusammenbaue, wo ich noch gar nicht weiß, wo die eigentlich sein soll. Jetzt kriege ich auch noch Schluck auf. Ich bin ja schon so aufgeregt, dass ich schon gar nicht mehr weiß, was ich machen soll, wo ich hin muss oder ja. Bis gleich. So, wir begeben uns jetzt mal zwischenzeitlich zurück zum Strand. Ich würde nämlich gerne mal sehen, ob da jetzt irgendwas Neues ist, wo wir jetzt was ranmachen können. Ach so, da. Ja, es wird die Tiki-Bar. Okay, dafür brauchen wir alles. Dafür brauchen wir Holz. Dafür brauchen wir Bretter. Also die meinen tatsächlich sämtliches Material, also es sind 164 Teile, aber ich glaube nicht, dass man dafür tatsächlich alles, was jetzt da draußen ist, wegkloppen muss. Man braucht sicher viel, das ja, aber nicht alles. So, warum ist das da eigentlich so offen und hier zu? Moment, da ist noch irgendwas. Hat man hier von der Seite nicht. Ja, ich muss aber auf jeden Fall, denke ich mir mal, noch Holz holen. Ach, das wird noch was dauern. Nur da 40 rum haben. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt da oben erst drinstehen haben, dass wir gerade mal knapp 30 Teile gemacht haben, ist das schon nicht viel. Ne, es sollen ja insgesamt 164 sein. Also ich denke mal, vielleicht brauchen wir doch das ganze Material, was angezeigt wird. Ich bin mir nicht sicher. Ach so, da oben ja auch noch. Ah, jetzt weiß ich aber zumindest schon mal, wofür der Bambus ist. Oh, das dauert ja ewig. Je nachdem, wie lang dieses Video ist, werde ich das auch ein bisschen zusammenschneiden. Auch gerade jetzt die Situation eben, wo ich jetzt die ganze Zeit am Suchen war, wo überhaupt der Bambus ist, beziehungsweise wie ich den restlichen Steg repariere und so. Das werde ich wahrscheinlich ein bisschen zusammenschneiden. Nur das schon mal zu eurer Info. Beziehungsweise die, die das jetzt angeguckt haben, werden es jetzt natürlich gesehen haben, dass es zusammengeschnitten wird. Weil es dauert einfach zu lange. Vielleicht werde ich auch hier den Bereich, wo ich gerade noch am Arbeiten bin, auch ein bisschen zusammenschneiden. Damit man jetzt hier nicht stundenlang nur darauf guckt, okay, die ist jetzt halt die Bretter da am reinhämmern. Es ist schön, dass das zum Spiel gehört, aber es ist halt nicht das, was man die ganze Zeit sehen will, ne?
So, dann haben wir den kompletten unteren Bereich fertig. Das heißt, hier oben müssen wir dann, gut, damit jetzt noch nicht, aber darüber müssen wir dann gleich mit dem Bambus anfangen. Und der wird jetzt hier paarweise reingemacht, so wie es aussieht. Immer lang und kurz. Oh, es wird auf jeden Fall knapp von den Ressourcen, da würde ich jetzt mal sagen. Ich meine, hier sollte das noch gehen. Moment, jetzt habe ich hier irgendwie gerade was anderes. Das ist wieder Holz. So. Ist schon irgendwie ganz geil gemacht, so von der Optik her. Wenn ich mir vorstelle, dass das jetzt wirklich so in der Realität gebaut würde. Wäre vielleicht nicht unbedingt so gut, weil es halt eben, wenn es denn so bleibt jetzt, aber ich gehe mal davon aus, kein Dach wäre, was Regen fernhält. In den ganzen Löchern da drin. Aber sieht auf jeden Fall schon cool aus, also das muss man sagen. Also ich muss schon sagen, hier an den Seiten ist es sehr, sehr frickelig. Wenn man von außen, was eigentlich am besten ist bisher, nicht so richtig drankommt, weil es halt sehr hoch ist, dann am besten von innen einmal dagegen hauen, sodass das dann richtig ist, sodass man hier von außen auch ja, dagegen nageln kann, sage ich jetzt mal. Und dann geht das auch ganz gut, dass man das Ganze verbinden kann. Aber es ist echt eine Sisyphus-Arbeit hier teilweise. Es ist schon ein bisschen, schon nicht mehr ganz so schön. Ja, und jetzt komme ich tatsächlich an einer Stelle, wo ich keine Bretter mehr habe, aber scheinbar noch genug Bambus. Das heißt, ich muss noch mal ein bisschen neu holen. Was ich euch jetzt natürlich nicht zeigen werde. Ich wollte nur zeigen, wann ungefähr. War hier nicht noch irgendwo ein Baum? Doch da. Wann man ungefähr dann noch mal was Neues holen muss. Ja, in erster Linie geht es halt um die Bretter. Da schaue ich dann mal. Und wenn ich dann fast mit der Hütte fertig bin, dann melde ich mich sofort wieder. So, dann sind wir damit fertig. Allerdings haben wir jetzt ein Aquarium hier hingestellt bekommen. Richten Sie Ihr erstes Salzwasser-Aquarium ein. Oh, für null kaufen. Okay. Heizung und Thermometer haben wir auch schon drin. Allerdings noch keinen Filter, so wie es aussieht. Ja, der erste Teil ist damit geschafft. Die Strandbar steht. Allerdings müssen wir uns noch um einiges mehr kümmern. Was genau das sein wird und wie wir das dann machen, werden wir in der nächsten Folge sehen. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.